Moin, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ein kleines Special ist angesagt. Soeben war ist ja die Folge oben Brickforce 049 mit dem Level Up zu Sterne General 3. Inzwischen schon wieder mit 23%. Und als 50 Folgen Special würde ich mal sagen, mache ich das, was schon viele gemacht haben. Ich zeige einfach mal meine Items. Angefangen bei Medium Waffen. Und während ich das zeige, möchte ich auch noch kurz ein paar Dinge sagen, die mir persönlich am Herzen liegen. Ich möchte dabei eine Person besonders ansprechen, jetzt ohne Namen. Ich denke, die meisten werden wissen, wer es ist. Und aber die es nicht wissen, bin ich auch jetzt nicht zu verraten. Du weißt, weil ich weiß, du weißt, dass ich mit dir rede. Ich möchte einfach nur mal sagen, ich habe dir, also mit dem Brief, ich habe ja zwei Briefe geschrieben, ja? Ich bin dabei sachlich geblieben, ich habe Tatsachen gesagt. Ich habe nichts Beleidigendes geschrieben. Und dann hast du zurück, du hast wirklich nur beleidigt, keine ordentlichen Sachen geschrieben, nur beleidigt. Es ist mir jetzt prinzipiell egal, was du von mir denkst, oder ob du wieder denkst, du bist doch beschissen im Kopf jetzt. Aber ich wollte nur sagen, was du da geschrieben hast, hat mich wirklich ein bisschen verletzt. Weil, hätte das irgendein anderer Random zu mir gesagt, was weiß ich, wie so ein Randy wie Gecko01 oder sowas, no problem. Aber dass ich, vor allem das im zweiten Brief, was du da geschrieben hast, das hat mich wirklich ein bisschen verletzt. Das hat wirklich ein bisschen wehgetan, weil ich hätte nicht erwartet, dass ich so etwas von dir zu hören kriege. Da hätte ich einfach gedacht, dass du da gut genug befreundet sind, dass du so etwas nicht zu mir schreibst. Gut, habe ich mich getäuscht, kein Problem. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas war es doch. Ach ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß in deinem Brickforce-Leben. Ist mir jetzt scheißegal, was du von mir denkst. Mir ist es jetzt prinzipiell egal. Und egal was jetzt ist, ich habe es jetzt verkraftet. Ich bin das gewohnt, dass ich so verletzt werde, auch aus dem Real Life. Ich wurde schon zweimal so richtig bitter enttäuscht von meinem Freund. Da will ich jetzt auch nicht näher drüber sprechen, weil das wirklich ein bisschen privat ist. Und ansonsten, naja, das war so der unangenehme Teil für mich vom Video, weil das wollte ich einfach nochmal loswerden. Du weißt, dass ich mit dir gesprochen, du weißt, wen also wenn du dieses Video siehst, du weißt, dass ich dich meine. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß in deinem Brickforce-Leben. Aber bitte, erst wenn du wirklich, okay, wenn ich das jetzt zurücknimmst, aber ich will wirklich, dass du mal ein bisschen drüber nachdenkst, was du mir zu mir geschrieben hast. Und nein, was du mir vorhin geflüstert hast, ich mach das nämlich im Video, nämlich kurz danach. Nein, ich bin nicht neidisch. Es hat mich auch nicht angekotzt. Ich habe dir die Gründe erklärt, warum ich dich auf Igno genommen habe. Das lag nicht an meinem Teampartner damals, sondern das lag an dir, weil du so eine Scheiße geschrieben hast. Und ganz ehrlich, wer sowas schreibt, der ist kein Freund. Das ist kein Freund. Das ist einfach nur asozial und ein Arschloch. Mit solchen Leuten will ich nicht befreundet sein. Okay, aber jetzt weg vom unangenehmen Teil. Jetzt geht's ab zum angenehmen Teil. Wie ihr seht, ich bin ein Sniper-Sammler. Einfach jede Waffe, selbst die Herkules, selten aus dem Vorverkaufpaket. Mir persönlich gefällt von den neuen nur die Illuminati, weil die hat 3 Schuss und ist einfach heftig. Rentierarmbrust ist auch ganz gut, aber da muss man halt mit der umgehen können. Wie gesagt, nichts kommt an die Klassiker ran wie Hornet, Spider, Locust. Weil ich wirklich sagen muss, Infernum, endlich hat Infernum wirklich mal Waffen rausgebracht, die es sich auch lohnt zu kaufen. Die es wirklich lohnt zu kaufen, wie die seltene Spider oder die seltene Beacon. Ach ja, und bevor du jetzt irgendwie blödes Kommentar in deine Tasten hackst, bitte verkneifst dir. Ich meine, ist mir jetzt prinzipiell egal. Wenn du es unbedingt machen willst, dann mach es. Aber dann weiß halt jeder, dass ich zu dir geredet habe. Ansonsten, ja, guck das Video und genieß mein Inventory. Nächstes Video ist dann übrigens wieder Level Up zu Sterne General 4. Gecko will gerade 10 werden, da fehlen nur noch 500.000 XP. Und die werde ich dann mit dem mal gechillt durchfahren. Oha, die Entchenwaffe müsste ich dann auch nochmal appen. Aber gut. Ich spiel ja sowieso nur Osiris. Und wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich 4-mal die Orion Max abhabe. Dann kommen wir auch jetzt inzwischen zu Nahkampf. Da habe ich einen absolut geschrotteten Hexerzauberstab. Was habe ich denn da? Den Spielzeughammer? Lolli. Ja gut, okay, das sind alles solche Randy-Teile. Königszepter, Prinzessin-Zauberstab, Universalfernbedienung. Die Universalfernbedienung habe ich übrigens 2-mal gewonnen. Einmal für 14 und einmal für 7 Tage und habe die auch zusammengeschmolzen. Und jetzt am Ende zu den Speziellen. Das sind zum Glück nicht so viele. Die meisten übrigens, die ich hier aktiviert habe, die goldene Big Bang, habe ich ja noch vom Level Up.
Oh, früher habe ich mit den Mephisto-Granaten immer gespielt, da kommen gleich Erinnerungen hoch. Gute alte Erinnerungen. Und an den legendärsten Nate-Wurf, den ich jemals auf die Reihe gebracht habe. Egal, was ihr meint, das kriegt er niemals nach. Übrigens, Weltraumgranaten hatte ich dreimal für 7 Tage. Wenn er das nachmacht, genauso wie ich damals gemacht habe, ne. Alter, das war so krank, was ich damals geschafft habe. Kommen wir jetzt noch zu den Kopfbedeckungen. Ach ja, übrigens, Player One, also Freaky One, hat ja wirklich so gut wie jedes Outfit. Bis auf das hier und den roten Teil davon. Oh, der Wave Game Helm. Oh, wenn ich mal so an meine ganz, wo ich das allererste Mal gepaint habe. Das allererste Mal. Ich mir damals nicht mal Rüstung oder sowas geholt, soweit ich weiß. Da habe ich mir damals die Schornsteinfeger-Scheiße habe ich mir da geholt. Kopfbedeckung und alles. Das habe ich mir da damals alles geholt. Die Schornsteinscheiße, dann habe ich mir noch die Piranha geholt. Welche mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber ich spiele inzwischen nicht mehr. Naja, und halt noch die Porky Hook. Oh, die Porky Hook, mit der habe ich früher so richtig, richtig lange gespielt, gesuchtet. Bis ich dann irgendwann mir mal was anderes geholt habe. Okay, habe ich nur 2 Sachen. Der Rest, ihr könnt gerne gucken, das ist das absolute XP-Outfit. La 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 la. Und ich habe schon Sondereinsatz-Munitionstasche 2 gewonnen, da bin ich echt glücklich drüber. Das bringt Hauptwaffenmunition plus 18%. Ja gut, ich zocke ja inzwischen wirklich mehr so auf XP und FP anstatt auf, wie heißt's jetzt noch? Auf Munition und alles. Das ist mir inzwischen egal. So, den habe ich übrigens auch permanent gepaid. Fragt mich nicht wieso, den hatte ich früher immer an. Ihr könnt ja gucken. Ich möchte es euch noch mal ganz kurz zeigen, aber ich finde den Apollo-Rucksack einfach mal mega scheiße geil. Zumindest früher. Weil das hat mir ein bisschen zu sehr rumgewackelt. Der Schwanz rumwackeln, das ist zu zweideutig gewesen. Das sieht man zwar, aber es bringt viel mehr XP, also. Meine Sets zeige ich dann auch gleich noch am Ende. Oha, Sprintzeit erhöht um 10%. Interessant. Ach ja, und irgendwann, ja, Johnny, ich sag dir, irgendwann kriege ich dich noch, mein Lieber. Irgendwann, wenn ich so hart wie ihn durchgefarmt habe, dass mir schwarz vor Augen wird, werde ich dich kriegen. Und mein Ziel ist erstmal, die 1 Million zu knacken, und dann sehen wir weiter. Je nachdem. Ach ja, wie die meisten ja wissen, mein Ziel ist es ja, um in diesen fucking Baron-Rang zu kriegen, und da fehlen mir noch 2 Ränge. Also zwei Leute, also ich bin der Sprachstörung mal wieder. Also der höchste Viscount, oder der niedrigste soll ich eher sagen, den es zurzeit gibt, ist glaube ich gerade 23. An dieser Stelle nochmal einen Glückwunsch an den lieben Fluxi, der das Level Up da vor kurzem geschafft hat. Und dann hoffe ich halt mal einfach, dass solche Botter wie Yolo Hannes, The Hour, Kloss 123, Rising 007 und halt solche Leute halt einfach mal alle zurückgesetzt werden. Wobei, nein, das hoffe ich nicht. Die sollen so lange noch bleiben, damit ich erstmal Baron werden kann. Weil das wünsche ich mir sogar wirklich, dass ich das hinkriege. Weil der Baronrang einfach mal absolut mega geil aussieht. Und falls ich jemals Forstpunkte-Knappheit haben sollte, ich habe genügend Forstpunkte, um mich richtig nach oben zu farmen. Was mir leider auch schon wieder zur Neige geht, sind die 100er XP-Bonus zum Bienenfarmen. Da müsste ich mal wieder kurz ein paar holen. Boah, 1000 Bienenfarmteile, das wäre richtig geil. Aber na gut, was willst du machen, wenn du da und so wie ich nachpayen musst? Ich bin leider nur eine arme Sau. Ich habe so einmal Premium und einmal Permanent. What, 6000? Alter, wie oft ich das noch habe. Aber ich bin nicht so sehr der talentierte Mapbauer. Leider. Ich bin eher so ein richtiger Bauer. Okay, jetzt Scherz beiseite. Ich bin wirklich nicht so der talentierte Bauer. Ich habe schon mehrmals probiert, wenn ihr... Kennt ihr noch WhatsApp99? Oh, den Jungen mag ich noch. An dieser Stelle groß für dich. Du wirst das zwar ähnlich sehen, aber ohne Witz, mit dir war es echt geil. Mit dir hatte ich damals eine schöne Zeit in Unlimited. Jedenfalls, der hat bei diesem Wettbewerb mitgemacht, wo man irgendwie ein Item seiner Wahl permanent gewinnen konnte, wo sich Klon diesen Hut geholt hat. Da hat er mit Fahrten Dur Platz 2 belegt und ich habe damals das Gebirge außenrum gebaut. Muss ich echt sagen, war echt stolz, dass der so einen guten Rang belegt hat. So, ansonsten, mal hier meine Stats. 161% XP, 22 Rüstung, 143, bla bla bla. Channel Bonus als 15% XP.
Und sonst wäre es noch On Butterfly. Ich bin Tom 1. Ach, Nessie, wie schön. Und ich gebe euch jetzt mal für alle, die meine Videos gucken, einen Rat, wie man gut beim Pick and Win gewinnt. Der funktioniert nicht zu 100%, aber knapp 90% der Fälle. Ich brauche mal ein Board, wo ich das demonstrieren kann. Nein, das geht nicht. Das geht. Wie ihr seht, ist in der Mitte noch kein einziges Seltenes gezogen worden, aber da und da. Brickforce hat so eine 90%ige Chance, dass in dieser Mitte vom Board, wo noch nichts gezogen wurde, höchstwahrscheinlich sich ein seltenes Item befinden wird. Ich habe das gestern gemacht, hatte leider eine nicht aufgesessen, aber das hier komplett leer. Da waren hier die seltenen Items. Und ach, GP3050 ist ein zweiter Account Farmer. Fakt ist jedenfalls, hier würde ich dann ziehen. Wenn ich jetzt ihr wäre. Also immer so in der Mitte. Und ja. Ansonsten, das war's von meinem Special. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.